Weiter geht es mit einer neuen intrigenreichen Folge Mortal Kombat 1. Freut mich, dass du da draußen wieder bei der Intrige mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Meisterintriganten, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter mit der Story von Mortal Kombat 1. Wenn ihr mich ein wenig supporten wollt, bewerten, gerne kommentieren. Süße Träume, Fürst der Finsternis. Oh, perfekt. Du passt genau rein. Gab es wirklich keinen praktischeren Hut? Was denn? Dein Gesicht ist verborgen. Und außerdem steht er dir auch. Ich weiß ja nicht so recht. Den zu tragen erregt nur Aufmerksamkeit. Sieh's dir doch an. Es ist wie Karneval. Die Leute werden denken, er hat zu viel gefeiert. Wie sieht's aus? Geh bis zur Bühne und dann rechts zum Portal. Allerdings sind überall Soldaten und Wachen. Bist du sicher, dass das reicht? Wenn uns jemand sieht, sind wir tot. Deshalb werde ich für Ablenkung sorgen. Dich suchen sie auch, Saizov. Um mich zu kriegen, müssten sie mich suchen. Wow, du bist ja ein richtiger Jäger. Ablenkung wäre gut. Gute Arbeit, mein Freund. Komm, Prinzessin, loslassen. Ich gehe nicht mit. Löscht die Brände! Findet die Täter! Zurück, General. Das ist nicht das Problem des Militärs. Da. Saizov. Du kennst ihn? Wer ist das? Unwichtig. Aber dann sind die Erdenrechtler hier. Rekko. Terraner. Wie kannst du... Es gibt viel, was du nicht weißt. Zum Beispiel, was der General wirklich vorhat. Ergib dich und ich höre dich an. Mach besser, was ich sage. Verhafte mich und errichtet mich hin. So werde ich nicht sterben. Fight. Saizov. Wow, wow, wow. Was ist denn auf einmal los? Irgendwie drehen alle komplett durch, ne? Kenshi, Bruder. Sogar in der Montur. Richtig nice. Okay, Kenshi, das war nicht so geil. Beim nächsten Mal bitte geiler. Lee Mei ist ultra strong. Weil sie echt gut Damage macht und dazu noch over the top schnell ist, wie ich finde. Boah, aber Reptile ist auch beastig. Alter, wie er hier das, den Koko macht. Autsch. 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 Dankeschön, Bruder. Ich habe nichts gegen dich. Lass mich vorbei.
Reptile ist irgendwie in dem Teil mucho simpatico, oder? Ich weiß nicht. Richtiger Nice Guy. Was meint ihr da draußen? Ist das ein netter Dude? Kann er auch ein Flowy? Bams. Wenn man noch ein bisschen auf die Schnüss. Wir gucken, ob er ein Blowy kann. Autsch. Yes. Oh nein, der geht wahrscheinlich daneben. Ah. Nix gut. Nix gut. Kenshi. Uiuiui, da ballert mir einen rein. Du solltest sie nutzen. Ich hätte gerne seinen Flowey gesehen. Ich wette, der ist beastig. Alter, was zum... Alright. Wow. Oh mein Gott, die Breaker da aber auch rein, du. Okay, ihr Blow ist ready. Meiner aber noch nicht. Meiner ist ready, komm schon. Yes, der geht durch. Ich dachte schon, der geht wieder nicht durch. Alter, das ist ein... Also die X-Rays hier sind richtig heftig. Wisse, dass es mir leid tut, Sundos Frieden gestört zu haben. Oh, lachhaft. Prinzessin, nein! Das ist gefährlich! Der Aufstand eines Sateranas? Das hätte ich wirklich nie erwartet. Das ist nicht meine Absicht, Prinzessin. Leider ist nur keine Zeit, es zu erklären. Er hätte schon mal den Raum reinrufen können. General Shao ist böse, oder? Also, einfach mal reinbrüllen. So, ey, der ist böse. Wolltest du mal erwähnt haben. Sorry dafür. Uiuiui, Kitana geht auch steil. Irgendwie wollen jetzt alle auf einmal hier die Echse würgen. Nice. So nice. Autsch, autsch. Alter, das blockt sie natürlich ultimativ weg. Ach, Kenshi, du Enttäuschung. Du behauptest, kein Rebell zu sein, kämpfst aber wie einer. Ich kämpfe wie einer, okay. Erstmal so einen kleinen Säurekuss, nur für dich, Prinzessin. Meine Säure. Kenshi. Closey. Boah, diese ganzen Effekte und so. Das Spiel ist schon echt Bombe. Der eine Typ da hinten steht ganz lässig und quatscht mit der Laterne. Ich bin besoffen. Das ist richtig nice. Oh, ich würde den so gerne werfen können. Also ich finde es sehr schade, dass man mit der Stage gar nicht interagieren kann. Kenshi? Dann halt nicht, Kenshi. Dann halt nicht. Bald wirst du die Wahrheit kennen. Nimm die Prinzessin. Ich liege nicht mit euch im Streit. Jetzt, wo du sie berührt hast, tust du es. Zur Strafe nehme ich dir dein Leben. Fight. Tanya! Mit Chameleon. Wie viele Fighter haben die denn hier drin? Das ist ja irre. Der Umfang ist ja wirklich crazy. Und dann kommen ja noch DLC-Charaktere. Ich finde so geil, dass sie halt auch hier wieder schön Gastauftritte einbauen. Das letzte Mal, wo man so viele Gastauftritte hatte, war eigentlich in einem Soul Calibur.
Ist die Serie eigentlich tot? Soul Calibur? Die war nämlich auch sehr geil. Da war ja Meister Yoda und sowas alles dabei. War da nicht auch mal Spawn dabei, oder täusche ich mich da gerade? Mach ein eigenes Spawn-Videospiel. Wären feuchter Traum. Angeblich soll ja The Darkness zurückkommen. Bin ich auch mal mega gespannt drauf. Wow, 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 wow. Ah, der geht daneben, oder? Er geht natürlich daneben und sie haut mir erstmal ihre Glocken rein. Agu kann mich mal. Alter, Reptile gefällt mir ultra gut. Wow. Wow. Ach, Kenshi, du bist einfach nicht close genug. Das war ein mieser Uppercut. Ah, zu früh. Leck um Mio. Ich habe der Prinzessin nichts getan. Es muss nicht so weitergehen. Guck mal, da hinten wird auch rumgefummelt und geknutscht. Ich habe ihr nur so einen Säurebussi gegeben, meine Hübsche. Es muss nicht so enden. Hat sie eigentlich schon mal Chameleon geholt? Chameleon? Ah, jetzt hängt sie hier in der Ecke drin. Flawless, Baby. Meine Strafe ist ausgesetzt, Umgadi. Gefunden. Was ist mit ihm? Kümmere dich nur um die Erdenreichler. In meinem Film würde uns jetzt ein mutiger, witziger Sidekick retten. Wenn wir heute sterben, dann nur gemeinsam. Nicht witzig, aber durchaus tapfer. Sieht Shang Tsung gar nicht ähnlich, etwas offen zu lassen. Nun, da ich frei bin, wird die Außenwelt von eurer Verschwörung erfahren. Das wird nicht passieren. Tote können nicht mehr reden. Fight. General Shao. Goro, Prinz Goro eigentlich, ne? Der war ja ein DLC-Charakter in Teil 10 zum Beispiel. Teil 11 war nicht mehr drin. Sehr schade. Goro, geiler Typ. Oder in Teil 11 war nicht mehr drin. Ey, mittlerweile, die Leute sagen, nee, da verwechselst du was. Ey, zu viele Mortal Kombat-Spiele kreuz und quer durchgespielt. Allgemein, ihr wisst ja, ich spiele sehr, sehr viele Videospiele. Irgendwann ist das Gehirn noch voll. Kann mir leider auch nicht alles merken. Komm, mach mal hier dein Fatal. Mach mal ein Fatal, Bruder. Blow me up. Oh, gib mir einen Blowy. Also, geht doch. Alter Goro. Eigentlich bist du danach fertig, ne? So als kleine Information am Rande. Na, schon stylisch. Ich konnte mal mit meinem. Day of the Blow. Könnte einer meiner Favorites werden. Du hast mehr Mumm, als ich dachte. Das macht deine Niederlage nur noch. Der haut aber auch die Kombos raus, ne? Dankeschön, Kenshi. Der war mal nützlich. Alter, Shao Kahn, du kannst ja gar nichts. Entschuldigung, General Shao. Bist ja noch gar kein Kahn. Ach ja, in Ermic haben wir Jared gehört.
Geralt ist also irgendwie auch noch relevant vielleicht. Das wäre mal interessant. Der König hat es nicht verdient, immer nur so abgespeist zu werden. Du bringst mich nicht zum Schweigen. Wir müssen los. Jetzt! Johnny, Kenshi, Kung Lao, ihr seid sicher zurückgekehrt. Bei den Göttern. Das waren Prinzessin Melinas innere Dämonen. Sie nahm mir die Sicht, doch auf seine Art gab Sento sie mir zurück. Sentos Bund mit dir ist ein Segen, doch ich hatte gehofft, dass es diesmal auf andere Art geschähe. Diesmal? Verzeihung, Kenshi, ein Versprecher. Geht. Die Mönche behandeln eure Wunden. Wir hatten Shang Tsung, aber er entkam. Ich verstehe, warum er dich nervös macht. Er steckt bis zum Hals in Scheiße. Ruht, esst und dann reden wir. Bekomme ich einen Martini? Geschüttelt, nicht gerührt. Ach ja, das sind die neuesten Mitglieder der Erdenreich-Gang. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Ashra und Sizoth. Du kennst uns? Als Beschützer des Erdenreichs weiß ich vieles. Kennst du auch meinen ehemaligen Meister Quan Chi? Er arbeitet mit Shang Tsung. Eine tödliche Allianz. Kommt, ihr alle, erzählt mir, was geschah. Tja, das war's mit dem Martini. Wie es weitergeht, genau in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.